Also ich will ja nicht sagen, ich habe gestern weitergespielt, aber ich habe gestern weitergespielt. Ich konnte es nicht lassen, es tut mir leid. So. Deswegen, ja. Kurz gucken, wie laut wir den Bums machen müssen. Ja, klingt gut. Nehmbar. So. Hier liegt immer noch das Game. Ey, do it. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst absolut nichts falsch machen. Das können wir kurz zumachen. Das kommt da rein. Ich muss kurz einen Überblick verschaffen, damit ich weiß, wo ich aufgehört habe und was ich vorhatte. Also, ich wollte die Quest weitermachen. Dafür brauche ich einen Thron. Für den Thron brauchte ich Steinziegel, Eisenbahn und Blutessenzen. Blutessenzen kriege ich, indem ich jetzt noch den letzten Boss hier mache. Tristan. Den wollte ich mir jetzt noch holen. Aber ich habe nämlich gestern Abend noch ein paar Bosse gelegt. Die Schneiderin habe ich. Den Käfig brauche ich noch nicht. Glas kann ich machen, aber habe ich, aber brauche ich noch nicht. Den Juweliertisch habe ich noch nicht. So. Dafür brauchte ich Glas. Ich habe Glas, aber ich habe keine verbesserte Blutessenz. Aber ich könnte den Juweliertisch, glaube ich, bauen. Ich habe jetzt hier auch Schränke gebaut. Ist das das unbefleckte Herz, das ich brauche? Ja, ne? Guck mal, ich habe umgebaut. Ich habe jetzt, wenn du hier reinkommst, links habe ich einen Raum. Da habe ich so, ich habe sogar neue Wände jetzt. Richtig fancy. Hier habe ich jetzt. Ich weiß noch nicht, was hier reinkommt, aber das werde ich wohl noch rausfinden. Hier habe ich meine Produktion. Dann kann ich direkt mal gucken, wie viel Eisen ich mittlerweile habe. Das ist okay. Hier wollte ich kurz die. Da kriege ich die bessere Sense. Nebel. Ja, verbesserte Blutessenz. Ja, okay, ich muss unbedingt den nächsten Boss machen, ob ich will oder nicht. Ich brauche das kurz. Ich brauche das kurz. Das kann da rein. Ne, kann es nicht rein. Doch, kann es, aber ich habe nicht genug. Und das Holz kann da rein. Also das Schloss mittlerweile ist ganz geil. Ich hoffe, dass ich das heute noch ein bisschen größer machen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Juweliertisch ist neu, ne? Verbesserte Blutessenz. Da muss ich so Blutpresse. Weil den habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Aber ich werde es rausfinden. So, aber ich kann noch ein neues Amulett machen. Frage ist, wo kann ich das machen? Kann ich das hier machen? Ich guck mal. Nee, das sind nur Klamotten, ne? Oder brauche ich. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen Juweliertisch. Gleichmäßiger Nebelstein und verstärktes Brett. Was kostet mich denn so ein verstärktes Brett? Plus 3 Eisen. Boah, ich brauche so viel Eisen. Das ist unmenschlich. Juweliertisch. Hier. Geißelanhänger. Mehr Zauberspruchkraft. Ist vielleicht. Ah, könnte man überlegen, ob man das mitnimmt. Glas weiß ich wie. Okay. Okay, und danach machen wir den Boss, damit ich mehr Blutessenzen bekomme. Klamotten haben wir auch das, was wir am meisten machen können. Okay. Ja, ey, ich glaube, ich bin eigentlich gerade richtig gut unterwegs. Ja, sieht gut aus. Muss nur das Blutding noch mitnehmen. Ich bin ein bisschen begeistert, dass der Greenscreen echt gut aussieht gerade. Habe ich gut gemacht. Lob an mich selbst. Und ich habe halt neue Waffen, das ist auch geil. Ich muss noch aus der blöden Form raus. Ich habe erstmal eine neue Form. Ich habe die Menschenform. Dann kann ich mich durch die Dörfer bewegen, weil ich habe die Karte jetzt hier oben auch aufgedeckt. Ach, da hat einer sein Schloss hingebaut? Ja, smart.
Ist auch geil, einfach umzuziehen, damit du nicht so weit laufen musst, ne? Weil den Kram hier brauchst du nicht mehr. Theoretisch macht es eigentlich Sinn, das alles abzureißen und hier hochzuziehen. Weil das brauchst du nicht mehr. So, was kriegst du hier? Na, nichts. Oder so ein Zweitschloss. Der Trend geht zum Zweitschloss. Baut man da einfach auch noch eins hin. Ah, guck mal. So, jetzt haben wir einen Juweliertisch. Der ist tatsächlich gar nicht mal so klein. Ich verstehe nicht so ganz, warum das jetzt alles so riesig. Wie soll ich das denn alles in diesem Schloss unterbringen? Das geht doch bald gar nicht mehr. Ah, guck mal. Da ist der Geißelanhänger. 60 Sonnenblumen, ein Geißelstein und Glas. Aber das Ding ist halt auch echt gut. 60 Sonnenblumen. Wie viel Glas? 6 Glas brauche ich noch. Warte mal, ich habe theoretisch. Ich habe die Sonnenblumen. Ich bräuchte nur 6 Glas. 2 Glas. Mist, kein Glas. Die Bretter hätte ich auch, die verstärkten. Mist, kein Glas. Okay. Das heißt, ich muss ein bisschen Glas noch farmen. Ach, scheiße. So, was wollte ich für den Thron haben? 4 Essenzen. Und die Steinzieher. Ich brauche die Essenzen. Gut, die kriege ich aber nicht so einfach. Und deswegen werde ich jetzt einen Boss legen gehen. Ich brauche keine Herzen mehr, ne? Nee. Okay, Boss legen. Und zwar Tristan. Aber ich glaube nicht tagsüber. Tagsüber ist nicht so smart. Und dann werde ich demnächst noch ein bisschen Glas farmen. Und die Essenzen dann für den Thron. Mit dem Thron schalte ich dann irgendwas frei. Keine Ahnung was, aber wir sehen es dann. Weil ich muss den Thron noch bauen. Hatte ich nicht zwei Sachen, die ich bauen wollte? Thron und... Den Juweliertisch habe ich. Den brauche ich nicht. Schwebstuhl habe ich auch. Schmiede, Schneiderbank habe ich auch. Okay, es ist nur noch der Thron, den ich brauche. Ja, und dann halt vielleicht noch den Anhänger und die Rüstung und sowas. Ja, okay. Und später kann ich noch Teppiche und sowas bauen. Das wäre natürlich auch ganz geil. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen. Mal kurz hier alles anklicken. Jetzt, wenn das Spiel neu startet, ist nämlich hier alles wieder mit so hässlichen gelben Punkten. Will ich nicht. So. Tristan. Der ist unangenehm. Und ich habe absolut keine Ahnung. Der kann halt überall rumlaufen. Ich gehe einfach mal laufen und gucken, wo ich den finde. Hoffe, ich krieg da nicht auf den Sack. Links oder rechts? Links. Ich bin ihm schon so oft aus Versehen über den Weg gelaufen. Guck mal, die können halt nichts mehr, ne? Guck mal. So, was das? Die sind halt instant tot. Ich bin halt mittlerweile viel zu krass. Rechts lang. Ja, komm, kann ja eigentlich nicht schaden, das einfach mitzunehmen, wa? Sagten die Map irgendwo links, okay.
Ich hoffe, der ist noch hier. Der ist noch hier irgendwo. Was sagt denn die Blutspur? Die Blutspur sagt gerade gar nichts. Ah, da oben. Ja, ist mir egal. Links, rechts, rechts. Lauf einfach hier irgendwo rum. Chaosbogenschützen ist mir egal. Sofern sie mich jetzt nicht abschießt, danke. Oh! Tristan kämpft gegen Steingolem. Ich muss halt jetzt mit dem Schatten arbeiten. Ich lass... Ah, fuck. Ich lasse ihn jetzt einfach erstmal ein bisschen sich kloppen. Weil ich brauche leider Schatten. Oh, einen Hit habe ich bekommen. Okay. Unangenehm. Doppelt und dreifach unangenehm. Auch keine Heilung dabei, glaube ich. Ein bisschen heilen kann ich mich noch. Die können sich noch so lange Zeit lassen, bis Nacht ist. Dann steige ich komplett ein. Ja, mehr heilen kann ich mich nicht. Ich habe nichts mit, ne? Naja, hilft mir auch nichts. Ich sitze das jetzt einfach aus, bis Nacht ist. Ist mir alles egal. Kann mir alles völlig Wumpe sein. Oh! Oh! Asozial! Assi. Nicht auf mich? Schlagt euch doch tot und lasst mich in Ruhe, bitte. Und gebt mir das Holz, das ist in Ordnung. Komm, wird es endlich Nacht. Vor allem, ich gehe in einen Kampf gegen Tristan, der nur noch die Hälfte hat. Aber ich habe halt leider auch nicht mehr viel. Oh oh. Ist okay. Auch okay. Komm, wert Nacht. Jetzt kann ich ansteigen. No, das hat gebumst. Scheiße, ich habe gar kein Leben mehr. Schade, es hätte funktionieren können, hätte ich noch ein Leben. Bleib dabei, der ist echt unangenehm. Okay, Stun bringt nichts. Schade. Warum ist er jetzt wieder voll? Das ist der kürzeste Weg. Ach, egal. So, wie kriege ich den am sinnvollsten gelegt? Nimmt eine andere Waffe. Ich
habe halt eine Waffe gegen Kreaturen, aber zählt der als Kreatur? Als was zählt der? Wölfe sind halt Kreaturen. Weil den Stun, den ich machen kann, der bringt ja auch nichts. Jetzt muss ich den wahrscheinlich auch komplett neu suchen, ne? Fuck me! Huch. Ich könnte aber die Wölfe ändern, weil die helfen mir nicht. Die Wölfe gegen den Single-Target-Boss habe ich habe ich nichts von. Vielleicht klappt das ja. Mal gucken. Du Monster, warum? Ach so. Ey, ich glaube, das war auch die meist, die Nachricht, die ich am meisten bekommen habe. Ich glaube, in den meisten Nachrichten stand du Monster. Fand ich witzig. Aber ich wollte die Leute halt ein bisschen triggern. So, Frage ist, wo ist Tristan? Scheiße. Ist der wirklich schon weitergeschlendert oder was? Oh, warum? Tristan! Okay, die Fähigkeit ist gar nicht mal so geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, hat mich nicht überzeugt. Okay. Ich brauche eine andere Fähigkeit. Welche ist denn noch gut? Area Schaden. Ja, der Wolf ist halt schon nice, ne? Ich hab ne Ult. Wait a minute. Ich hab ne Ult. 150 Sekunden Abklingzeit. Okay, krass. Ja, Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, wo Tristan ist. Theoretisch muss ich jetzt zurück und eine neue Blutspur aufnehmen. Er kann halt überall hingelaufen sein. Ja, ich muss zurück. Schade. Dann kann ich aber die Attacke ausprobieren. Na, warte mal. Hier wissen wir, wie eine Ult funktioniert. Okay. Betäubung bei maximaler Reichweite. Aber ich nehme die Wölfe wieder mit, ich mag die. Aber cool zu wissen, dass ich eine Ult habe. Ja, aber gehen wir zurück und suchen Tristan nochmal. Und dann vielleicht nicht bei Tag, das war echt unangenehm. Theoretisch kann ich auch noch Heilung mitnehmen. Falls ich die Materialien dafür habe. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wer seid ihr? Na, ist mir auch egal.
Weißt du, wenn man Tristan nicht braucht, kommt der ständig. Jetzt suchst du ihn einmal. Ja, weg. Ist aber auch dumm gelöst, irgendwie, dass du die Spur dann direkt verlierst. Weil du dann jedes Mal zurück musst. Das ist vielleicht nicht so smart. Und dann muss ich noch Eisen suchen. Ich muss noch Glas suchen. Das kann man ja theoretisch danach angehen. Aber jetzt gehe ich erstmal Tristan neu suchen. Aber ich brauche den leider. Der hat wichtige Dinge für mich, blöderweise. Ob ich will oder nicht. Kisten, ne? Ich sag, wie es ist. Glutgette brauche ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die habe ich schon. Ja. Habe ich keinen Platz mehr für meinen Faden? Na doch, doch. Mehr von diesen Schränken. Da passt einfach mehr rein. Mist. Gerberei it is. So. Ich konnte natürlich auch noch irgendwo, ich weiß jetzt schon leider nicht mehr wo. Gläser. Wo konnte ich Tränke brauen? An diesem Alchemietisch wahrscheinlich, ne? Brauche ich davon irgendwas? Blutrosen, Glasflasche, Ratte, Faserknochen. Bringt mir halt im Kampf nichts, ne? Im Kampf begrenzt. Ja, ich brauche Glas. Aber die Salbe bringt mir jetzt nichts. Da kann ich mich auch in einen Bär verwandeln. Ich gehe ihn mal neu suchen. Wir hatten ihn irgendwo hier oben gefunden, ne? Ja, der kann halt wirklich überall sein. Ah, ich gehe nicht tagsüber los. Nö, ist mir jetzt egal. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ich habe übrigens das Schloss von meinem Nachbarn. Habe ich gekillt. Da stand ja mal ein Schloss, falls ihr euch erinnert. Das steht da jetzt nicht mehr. Das habe ich abgerissen. Huch. Aber zu meiner Verteidigung, er war auch nicht da. Oh, das passt ja fast ideal. Aber auch nur fast. Was braucht denn das für einen Boden? Ja, das braucht gar keinen Boden. Okay. Schneiderei. Schneiderei. Regulusmuster. Ist ja auch wieder was Neues. Schneiderei. So, warte mal, das ist Schneid. Das ist Schneid. Das ist Schneid. Das gehört alles in einen Raum, würde ich sagen.
Aber das ist so groß, da kann man sogar zwei Räume draus machen. Kann ich den da reinstellen? Oh, das passt ja wieder mal vorzüglich. Gut, das passt überhaupt nirgendwo vorzüglich, weil das ist einfach nur scheißengroß. Ja, der Forschungstisch war doch... Ach, das war die Schneiderbank, ne? Das war der Webstuhl. So. Ich überlege gerade, wie man das machen kann, dass ich hier zwei... Das zu eng war. Ich will halt gucken, dass ich so platzsparend wie möglich baue, damit ich hier vielleicht zwei Sachen reinbekomme. Aber das geht nicht auf. Weil irgendwann wird bestimmt noch was zukommen, was Schneiderei ist. Oder ich kann hier auch noch eine Wand... Ach, egal, ich lasse das jetzt so. Was soll der Geiz? Ich habe eh noch keine Böden dafür. So, was ist das hier? Das ist egal, ne? Das hat diesen komischen Kackboden. Das muss mich also noch nicht interessieren. Hier haben wir die Kisten. Okay. Irgendwann... Ich will ja diesen scheiß Thron haben. Aber für den Thron brauche ich die Blutessenzen. Und die Blutessenzen kriege ich entweder, indem ich 1000 Milliarden Viecher schlachte oder Tristan lege. Und ich würde sehr gerne einfach Tristan legen. Weil dann kann ich nämlich auch mit 200 Blutessenzen eine verbesserte Blutessenz bauen. Und die normalen Blutessenzen, da habe ich einige von. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal hinkommen. Das ist, ich habe ja genug von denen, also... Daran scheitert es ja mal sowas von überhaupt gar nicht. Guck mal hier. Blutessenzen. Warum sind die nicht in der Kiste mit den Blutessenzen? So. So. Ich muss das alles umräumen. Guck, da habe ich schon wieder Blutessenzen. Ich habe so viele Blutessenzen. Ich kann eine ganze Kiste nur mit Blutessenzen machen. Was ist denn das? Alles okay. Das werde ich demnächst machen. Vielleicht. So, gehen wir jetzt vor, also gehen wir jetzt, wir gehen jetzt, komm. Ich suche jetzt Tristan. Bis wir den gefunden haben, ist wahrscheinlich Nacht. Ich will ja schließlich auch mal irgendwann meinen scheiß Thron haben. Irgendwer hat sich hier aber hardcore gekloppt, Alter. Links oder rechts? Links oder rechts? Dun, 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 dun. Ja, links. Was ist da denn rum? Ach, dieses komische Pflanzenviech. Ah! Wo ist Tristan? Ich habe ein bisschen Schiss, dass der mir wieder voll aufs Maul gibt, aber ich will das jetzt auch mal schaffen. Aua, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ah ja, hier war der Spot von vorhin. Links? Das war knapp. Ich muss da durch oder was?
Ja, oder einmal außenrum. Ich reite einmal außenrum. Okay, sagt mir, der wäre links. Links hinter mir. Muss ich wirklich dadurch? Ich will nicht, dass der da im Lager steht. Ich glaube, ich doch nicht im Lager mit Tristan. Jetzt ist er hinter mir. Das ist nicht Tristan. Aber ich werde da wohl oder übel mal rein müssen, glaube ich. Ich finde den. Da ist er. Wen hat er dabei? 16, 16, 46. Ja, ist okay. Okay, den Attack hatte er vorhin nicht. Die Frage ist, bleibe ich bei der Attacke oder nicht? Okay, das Schwert ist zum Kotzen. Wieso macht der so viel Damage, Alter? Bisschen Abstand gewinnen. Ja, wieder wusste, wo ich bin. Gar keine Schnitte gegen den. Der hält super viel aus. Piss dich. Okay, auf Hälfte kriege ich ihn, aber... Dann hört's auch schon auf. Nein! Er ist aus dem Gebiet raus. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Ich kann mich eigentlich auch als Bär heilen, ne? Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Ah, da oben. Ja, unlucky. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn am besten getötet bekomme. Ist das besser? So, wie kriege ich den am besten getötet? Die Plätze sind hier alle scheiße zum Kämpfen. Dieser Scheiß echt immer weg. Mein Gott. Bringt das irgendwas? Vielleicht bringt's das.
Ja, das sah jetzt nicht so bad aus. Macht viel Damage, aber er ist halt wieder im Nahkampf, ne? Ja, das ist scheiße. Hab ich nix. Hab ich überhaupt nichts von. Mann, wie krieg ich den Tristan jetzt getötet? Warum? Ich muss irgendwie Tristan umgeboxt bekommen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Oder ich brauche halt besseres Gear. Oder ich spiele einfach besser. So, alles, was Nahkampf ist, bringt mir halt nichts. Kiten, ja. Darauf wird's hinauslaufen. Ich lass ihn jetzt aber erstmal kloppen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht aus, als könnte das jetzt ein bisschen länger gehen. Oh nein, er hat gehittet. Nicht hitten. Falle, töte ihn. Nein, er hat wieder gehittet. Problem ist, ich kann halt nicht so oft auf Range gehen. Heißt dich direkt wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Da wäre nicht so viel aus dem Gebiet raus. Aua. Das heißt, ich muss ja immer im Kreis laufen, ob ich will oder nicht. Oh oh. Ach, als ob der gehittet hat. Lächerlich ist das denn? Zwei Hits, die nicht hätten sein müssen. Kannst mal aufhören zu brennen. Oh oh. Da hitten aber Dinge nicht in diesem Leben. Ach, er kommt außen rum. Oh oh. Falschen Knopf gedrückt. Wenigstens ein bisschen Heilung. Auch wenn ich nicht mehr viel habe. Nee, möchte ich nicht. Was trifft der manchmal für Shots? Macht gar keinen Sinn. Ach, es läuft hier auch noch so ein Dicker rum. Ja, geil. Oh, das ist schlecht. Viel zu nah dran.
Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Platz. Und ein Müh zu wenig Damage. Dann hätte ich ihn. Oh. Das habe ich gelernt zum Handeln, aber ich habe keine... Oh, er hat's gesehen. Ja, er hat's gesehen. Blöd. Ich hab nichts zu sagen. Ich habe eh keine Silbermünzen dabei, deswegen scheiß drauf. Aber hätte er es nicht gesehen, hätte es funktioniert. Läuft denn der lang, ist die Frage hier oben. Ja. Muss ich die Münzen denn dafür immer dabei haben? Das wäre ja auch Quatsch. Tatsächlich, muss die dabei haben. Ja, moin. Cool, ein Pilgerhut. Saphire kriege ich bei dem. Die Mitre. Wo das die physische Kraft erhöht. Auch nicht schlecht. Holzfäller-Axt. Boah, 50% Schaden in Holz. Not bad. Stimmt, die Bergmann-Keule habe ich ja auch noch zu Hause. Ja, okay. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Boah, der Tristan nervt mich, ne? Muss ich ehrlich sagen. So, 2-3 DPS. Ich könnte... Ja, ohne Blutessenz bringt mir das auch nichts. Ich brauche den. Ich muss den irgendwie geklatscht bekommen. Vielleicht ist das nicht die richtige... Sind das nicht die richtigen Zauber? Wie kriege ich den am einfachsten? Es klopft an meinem Fenster, warum auch immer. Sachen sammeln. Ich glaube, hier hat ein Kampf stattgefunden. So könnte der Kampf einfach auch laufen, weißt du? Jetzt muss ich den Spacken wieder suchen gehen. Sortiment zarter Kerzenständer, cool. Ich weiß halt nicht, wo der wieder hingelaufen ist, ne? Ah, ärgerlich, ich muss zurück. Und mir was einfallen lassen. Was habe ich eigentlich für eine Lage? Trapper Camp, ja, brauche ich eh nichts. Ich habe zwei Sachen, die ich machen kann. Ich kann die Sense bauen. Die ist stärker. Und ich kann das Amulett bauen. Die zwei Möglichkeiten habe ich momentan. Oh. Falschen Knopf gedrückt. Kann ich gut. Penner, wo ist er hin? Ich
Aber ich glaube, für die ganzen Sachen brauche ich Glas. Und ich habe keins. Das heißt, ich müsste eventuell mir Glas besorgen. Was bringt das eigentlich, wenn man die tötet? Ah, da kommen die Trauerlilien raus. Good to know. Ah, blöd, ey. Es nervt mich jetzt ein bisschen. Öfter nicht. Ihr könnt eh nix. Eigentlich nur gucken, was hier drin ist. Guck mal, wenn du das machst, machst du auch wenigstens richtig. Oh. Hat keiner gesehen. Ja! Der Platz wäre tatsächlich ganz gut. Wenn er nicht so scheiße wäre. Und wenn es nicht Tag wäre. Der Platz ist halt wirklich gut, ne? Aber es ist Tag und das fuckt ab. Gar kein Spielraum. Ja. Ich hab hier keinen Schatten. Wenn hier irgendwo Schatten wäre, wäre ich safe. Sonne, Sonne, Sonne. Ich meine, da kriege ich den. So, das ist ja direkt vor meiner Haustür. Einfach nur ein bisschen intelligenter runterspielen. Weiß aber auch nicht, ob das Frostding das sinnvollste ist, was ich habe. Ich habe noch nicht den zweiten Skill gefunden, wo ich sagen würde, boah, geil, damit bumse ich den. Das ist es irgendwie alles noch nicht. Wenn es halt nichts wird, dann muss ich mir die Sense holen, die stärkere, die ich mir machen kann, und das Amulett. Und muss es dann damit versuchen. Weil hier ist ja auch wieder so ein scheiß Durchgang.
zweimal daneben geschossen. Nice, kann ich. Oh, als ob der trifft. Penner. Das ist schlecht. Hier wieder. Du musst super schnell einfach weg, bitte. Perfekt abgepasst. Dass er in seiner eigenen Suppe nicht stirbt, finde ich blöd. Nicht zu weit, bitte. Ja! Easy. Kann nix. Oh Gott. Was ein nerviger Heini, ey. Oh, ich hab seinen Kopf bekommen. Geil. Ich hab Tristans Hut. Ich hab Tristans Hut. Entschuldigung. Und ich hab ihn auch noch quasi direkt vor der Haustür gelegt. Ich kann direkt Blutgruppen und Blutqualität erkennen. Ach, einfach so. Na, geil. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Aber erstmal baue ich jetzt meinen Thron. Ah, so, das war jetzt aber auch ein Kampf, ey. Ein Kampf und ein Krampf. Bisheriges Fazit, es ist sehr, sehr gut. Ich kann es jedem wärmstens empfehlen. Macht maximal Bock. So. Ich habe Dinge freigeschaltet. Und zwar Kerzenständer. Brauche ich jetzt aber erstmal gerade nicht. Sag ich, wie es ist. To a study. Ist das nicht ein Study? Hier gibt es auf jeden Fall keine Kerzenständer. Gibt's hier. Ah, da. Jo! Oh, Kerzenständer. Aber es sind sehr kleine Kerzenständer. Nee, aber es ist wirklich geil. Also du kannst so unendlich viel Kram hier machen. Das ist schon echt cool. Sieht zwar ein bisschen shady aus mit diesem Hut jetzt, aber... Was kommt da rein?
Ich werde jetzt definitiv endlich diesen scheiß Thron bauen. Verbesserte Blutessenzen. Wir haben 2. Ich kann mal gerade gucken, ob wir... Das sind die verdorbenen Herzen. Die brauchen wir. Ob ich vorhin nicht noch irgendwo Herzen reingeworfen habe, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Nö. Okay. Dann brauchen wir davon ein bisschen was. Weil wir nämlich jetzt aus 200 eine machen können. Das heißt, daraus eine. Daraus eine. 4 Minuten für 2 Essenzen. Ist okay. Was brauchen wir noch? Steinziegel, 24 und 16 Eisenbarren. 16 Eisenbarren und Steinziegel. Wo habe ich das Eisen denn hingetan? Steinziegel? Ne, das ist Stein. Da sind die Eisenbarren. Als ob es jetzt an einem... Mir fehlt ein Eisenbarren. Mir fehlt ein Eisenbarren. Oh, sag mal. Eisenkörper. Ich brauche einen Eisenbarren. Jetzt habe ich keinen Eisenbarren mehr. Da. Ich sag doch, die Ordnung in dem Spiel ist noch nicht das einzige Manko, was ich noch habe. Wenn ich die los bin, wäre das alles ein bisschen einfacher. Steinziegel. Da. Dann habe ich meinen Thron und dann habe ich das abgeschlossen. Und dann muss ich alles mal durchgehen und gucken, ob ich noch irgendwo Sachen bauen kann. Oder auch nicht. Aber ich finde meinen Hut cool. Kann ich dem hier einen Kopfteil geben? Nee. Das heißt, meinen Großhelm brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Kriege ich denn dafür? Ah ja. Gar nichts. Gut, dann nicht. Dann gib mir halt gar nichts. Genau, dann baue ich den Thron. Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Und zum Verbessern von dem ganzen Bums brauche ich nochmal 4 Essenzen. Und Glas. Oh Gott, es schüttet draußen. Das heißt, wir müssen irgendwo nochmal Glasfarm gehen. Aber das sollte ja machbar sein, denke ich. Hier können wir nochmal die Holzkacke reinwerfen. Schwefel können wir hinten reinwerfen. Haben wir es erstmal. Pflanzen kann man auch noch irgendwas mitmachen, aber ich will erstmal den Thron haben. 2 Minuten. Ich kann mal gucken, was die nächsten Feinde dann werden. Weil die habe ich ja theoretisch auch schon auf dem Schirm. Geomanten. Da kriegen wir einen Edelstein-Bearbeitungstisch für irgendwelche Edelsteine, offensichtlich. Frostmaw, okay. Die 3 haben wir nur. Wollfaden und Schriftrollenrezepte. Schriftrollenrezept ist auch interessant, weil damit kann ich dann meinen Tisch weitermachen. Okay. Das ist ja soweit so übersichtlich eigentlich. Und den Skill will ich gleich noch ausprobieren. Aber es geht ja noch. Okay, 1 Minute. 1 Minute. Was ich mich aber auch gerade noch frage, ich habe ja einmal gesagt, die Sense wäre vielleicht noch klug zu bauen. Weil die ist 18. Dafür brauche ich aber auch Blutessenzen.
ob ich will oder nicht. Und neben der Sense kann ich noch den Geißelanhänger machen. Dafür brauche ich aber keinen. Dafür brauche ich nur Glas. Nur. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwo... Kirche... Ich glaube, hier gab es Glas drumherum. Also Quarry. Aber... Ah, hier. Aber als ob es nicht irgendwo noch anders Glas in der Mine gibt. Das können die Teams machen, dass es regnet und die Blumen schön wachsen und die Pollen runterkommen. Exakt, das ist mein Plan. Ich finde das aber jedes Mal gut. Weg mit den Pollen. Niemand mag Pollen. So, welchen Thron bauen wir denn? Den Schlossthron oder den Königsthron, ne? Wir haben einmal den und wir haben den. Oh, der sieht ja schon episch aus. Ich mache heimliche Regentänze im Sitzen. Na klar. Oh, ich habe einen Thron gebaut. Oh, ich will mich hinsetzen. Kann ich da jetzt Leute hinschicken oder was? Ja, moin. Komplett neues Feature gefunden. Verletzungsgefahr 20%, Erfolgschance 20%. Was will ich den woanders hinschicken? In so ein Gummelgebiet? 17%. 100%. Kupfererz, Trompete, Lehm. Blutessenzen. Ja! Das lohnt sich ja richtig, dann irgendwelche Dudes mitzunehmen. Das Auge der Dämmerung. Schaltet Blueprint frei. Was ist denn das Auge der Dämmerung? Das Auge der Dämmerung? Oh, da! Goldbarren und Spektraldust. Kannst du die aktuelle Position der Seelensplitter? Bei einem PvP-Server werden es auf mehrere Instanzen. Okay. I'm in. Ich brauche jetzt Glas. Ich kann noch Medina-Särge bauen. Okay. Ich müsste mir jetzt Diener snacken, die krasser sind, also die hart krass sind, also die richtig krass sind. Die nicht hier so ein Olski-Dolski sind, sondern die richtig gut sind. Nicht so ein Jonathan. Ich rede von was richtig krassem. So einer, der richtig bumst. So nicht Kenntnis 3, sondern so Kenntnis, ich bumse euch alle. Frage ist, wo kriege ich die her? Weil das wäre ja richtig Schmackofatz. Das wäre ja richtig gut. Okay, ich brauche mehr von diesen Dienern. Auch verbesserte Blutessenz. Okay, ich mache es jetzt wie folgt. Ich habe noch genug von denen. Ich baller damit jetzt Blutessenzen. Wie viele habe ich denn noch? Ich meine, momentan spiele ich eh jeden Tag und dann kriege ich auch genug Essenzen. Ich habe sowas von genug Essenzen.
So. Ich brauche die für den Thron, ich brauche den für den Sarg, ich brauche unendlich viele davon. 200 geben mir eine. Das heißt, das sind 5. Ah, mehr darf ich eh nicht reinpacken. Okay. Das ist aber schon mal gar nicht so scheiße. So. Okay. Ich brauche Glas. Und ich brauche einen krassen Diener. Ich will mehr Dienersärge. Wird verwendet um einen Menschen. Warte mal. Was heißt denn Diener auf Englisch? Ich überlege gerade, ob es vielleicht so eine Liste gibt. Diener Englisch. Servant. Wie Rising. How to get and use servants. Ich will wissen, was sind denn gute Servants? Ah, je nachdem aus welchem Gebiet ich die hole, desto besser oder schlechter werden die. Okay. I see. Das heißt für mich jetzt, ich reise jetzt hier oben hin und suche mir hier irgendeinen guten Servant. Irgendeinen krassen. Wird jetzt eh Nacht. Das ist gar nicht mal so bad. Geil! Oh, dieses Spiel hat so viel Inhalt. Und ich liebe es. So. Up. Wir holen uns jetzt irgendwo, entweder im Dorf oder hier irgendwo, suche ich mir jetzt einen krassen Dude und nehme den mit. Damit, ne? Ne, damit. Ja. Lass mich kurz mal gucken. Da. Vielleicht mit den Feindlichen. Okay. Das heißt, ich suche mir jetzt irgendwen, der eine gute Blutpräsenz und alles hat, der richtig guten Bluttyp hat. Irgendeinen krassen Ficker suche ich mir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mit dem auch porten kann. Wahrscheinlich nicht. Guck mal. 20. Miliz Langboden. Warte mal. Ich habe doch hier so eine Fähigkeit. Bringt mir das irgendwas? 28. Ich will, dass sie näher rankommen. So, das ist halt okay, aber das ist nichts Krasses. Da ich das nicht aktiv halten kann, finde ich scheiße. Aber das macht... Oh. Da, 55, die Wache, die ist gut. Die Wache ist gut, die hätte ich gern. Zack. Aua. So. Dominierende Präsenz geht nur, wenn die... unter 30% sind, glaube ich, ne? Ah, der geht auch. Ja. Oder? Ich guck gerade, ob das ging oder nicht. Ne, okay. So, jetzt müsste es gehen. Kann ich mit dem porten oder nicht? Keine normalen Zaubersprüche verwenden. Reiten die mit mir? Geht das? Nein, keine Verwandlung. Weil wenn die nicht porten können, muss ich bis nach Hause laufen. Und das ist echt weit. Oder ich müsste halt ein Pferd mitnehmen.
Okay, ich kann nicht porten, wenn ich den dabei habe. Das heißt, ich muss jetzt den kompletten Weg nach Hause laufen. Kommt der nachgerannt? Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie zwei Pferde aufbringen könnte. Ich guck mal, ob ich den auf ein Pferd bekomme. Kuh reicht uns wahrscheinlich nicht, oder? Ich brauche Pferde. Da sind Pferde. Kann der da mit drauf? Kann ich dem sagen, nimm das Pferd? Naja, geht auch nicht. Kommt der hinterhergelaufen, wenn ich Vollgas gebe? Na, ich schau mal. Ja, sieht so aus, ne? Noch ist der Buff auch drauf. Ja. Ich reite jetzt einfach mal und gucke, ob ich irgendwann ankomme und der immer noch dabei ist. Oder ob ich euch irgendwo an der Scheißkante verliere oder sowas. Der wird mitgezogen. Der bleibt doch nirgendwo hängen oder so. Weil der ist eigentlich ein ganz guter. Da fehlt mir noch was. So, dass der entweder auch sich auf ein Pferd setzt oder sich zu mir drauf setzt. Weißt du? Also irgendwie. Weil mitgezogen werden sieht halt immer ein bisschen affig aus. Wieso ist das Schloss eigentlich blau und nicht rot? Das habe ich mich gestern schon gefragt und ich konnte es mir nicht erklären. Oh. 58. Was ist eigentlich besser, die Blutqualität oder das Level? Ich muss mich damit mal beschäftigen. Zuerst Milch und dann Müsli. Na klar. Ich hab, so isst man doch Cornflakes, oder nicht? Ich dachte, das macht man so. Ist doch eine gängige Müsli-Essweise. Verstehe das Problem nicht. Was ist hier wieder los? Boah, ich würde einfach gerne Tristan übernehmen und dann als Typen halten. Das wäre auch geil. Wisst ihr, was kostet, wenn ich es gesehen habe? Ich fand es einfach eine mega witzige Idee. Ist mir gestern Abend so eingefallen, ich dachte mir so, geil. Wenn ich morgen früh aufstehe und mir Frühstück mache, dann trigger ich einfach mal ein bisschen die Leute. Es hat funktioniert. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Hat mich sehr unterhalten. Ich fand's witzig. So, komm rein, du Hannes, mach's Tor zu. Danke. Mitkommen. So, jetzt brauche ich. Die Essenz. Ich brauche Kupferbarren und Bretter. Müsste ich alles wahrscheinlich irgendwo noch haben. Weißt du noch nicht wo? Wo sind meine Kupferbarren? Kupferbarren. Bretter habe ich ja eh noch welche. Bretter.
So. Oh, für ein gutes Hinsen. Ja, da sollst du jetzt rein. Guck dir das schon mal genau an. Das ist dein Ding. Qualität. Ackerland, taktisch. Militärische Taktik. 1,5 Stunden. Okay, der Typ ist jetzt drin. Kenntnis 3 ist halt nix, ne? Und das ist auch Farbane, das ist nicht die obere. Ich würde halt gerne noch jemanden mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte halt gerne drei. Drei Stück. Von hier oben wäre so das Ziel. Aber dann vielleicht noch was anderes außer ihn. So ein Bogenschützen oder irgendwas? Ich weiß halt nicht, inwiefern sich das auswirkt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn schon, denn schon. Weil er hat auch militärische Taktik. 100%. Welche Art hat andere... Da kriege ich nur weniger Sachen, ne? Krass, da dauert es 2 Stunden, aber ich kriege auch kaum Sachen. Da kriege ich echt viele Sachen. Aber aus den Gebieten hier brauche ich halt nichts mehr. Ich will das von oben haben. Oh, Feuerblüten. Ah, nichts gesagt. Ich hole mir mehr von hier oben. Ich baue tatsächlich noch welche von denen. So. Und jetzt brauche ich den ganzen Scheiß nicht mehr. Weil dann können die nämlich da oben farmen gehen, während ich irgendwas anderes mache. Oder AFK bin oder whatever. Okay, wir holen uns noch 2. Wir haben einen dicken Krieger. Ich hätte dann gerne jetzt noch ein bisschen was anderes. Eisenmine. Da waren wir gerade schon. Da kann man drum rum, ne? Okay, gucken wir mal. 56er Krieger. Ist ein Bogenschütze, wird der anders gewertet? So, das ist jetzt das, was ich mich frage. Ah, ist der Tag. Ja, Kacke. Nicht mitgedacht. Hallo Puzzle. Miliz Armbrust, Schurke 21. Au! Hallo Blueberry. Ich glaube, so ein V-Blatt kriege ich nicht übernommen, wa? Wäre ein bisschen krass, wenn die auf einmal für mich kämpfen würden. Krieger 16. Krieger haben wir schon. Ich brauche keinen Krieger. Ich brauche irgendwas anderes. Und dann muss ich dir noch Ausrüstung geben. Oh, ja, okay. Ich werde ziemlich viel zu tun haben. Armbrust. Dann muss ich die ganze Ausrüstung ja nochmal neu bauen. Und Waffen und... Blablabla. 28. Ich hätte schon gern was über... 40 oder so wäre schon geil. Wohl 28 ist halt auch gar nicht so schlecht, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Oh! Aua! Ich meine, ich kann danach ja immer noch entlassen, aber ein 28er Schurke? Nehme ich erstmal mit. Ich jetzt nicht außerdem umbringe.
reicht jetzt auch, ne? So. Ich meine, wenn die Kacke ist, kann man sie immer noch austauschen. Aber an sich ist sie gar nicht so scheiße. Ich könnte jetzt ein Pferd gebrauchen. Da unten gibt's Pferde. Okay, cool. Lass mich halt nicht laufen. Meine Präsenz ist weg, oder? Nee. Ich hab das so ein Präsenzzeichen hier unten nicht mehr. Aber sie ist noch am Start, okay. Sollte nicht in der Sonne stehen bleiben. Ja! Komm, mach, mach, mach! Tschüss. So, muss ich denn lang? Wie überhaupt? Ach, da unten. Komplett falsch geritten. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich brauche so ein Navi. Ich verreite mich ständig und es ist super nervig. Schatten, Schatten. Mehr Schatten. Oh, gerade bin ich aber auch anfällig gegen diese scheiß Sonne, ne? Kann ich der Sonne gar nicht entgehen, wie sie gerade reinknallt. Okay. Hängen bleiben ist okay, aber nur wenn es im Schatten ist. Okay, ich komme nicht mehr raus. Auch stark. Next try. Muss ich denn abbiegen? Oh, ich kann noch ein bisschen. Oh, könnte mal bitte wieder Tag, Nacht werden. Das stresst mich. Jetzt kommen wir runter. Ah, die Villa hier kennen wir doch. Da waren wir schon ein paar Mal. Steingolem würde ich auch gerne übernehmen. Es gibt auch Werwölfe. Einfach mal so einen Werwolf übernehmen. Das wäre auch geil. Falsch abgebogen. So semi. Schnell knallt denn diese Sonne rein? Sobald ich rausgehe, habe ich die Sonne in der Fresse. Habe ich auf dem Pferd eine höhere Chance, gegrillt zu werden? Das knallt ja richtig übel. Richtig ungeil. Komm mal rein. Wahrscheinlich mehr Blutessenzen wieder, wa? 28er Schurke. 3 bis 6, 29er Qualität. Dunley Ackerlandjäger. Der auch. Ah, guck mal, der hat ein anderes. Ah, Schurke. Ah. Okay, komm, mach mal. Auch 1,5 Stunden. Das heißt, wir haben Schurke und Krieger. Dann kann man sich ja theoretisch tatsächlich noch einen holen.
Und den ganzen Kram muss ich dann halt noch machen, damit die auch perfekt ausgerüstet sind. Okay. Aber da spricht ja spontan jetzt eigentlich erstmal nichts gegen. Was mich interessiert ist, wie viel Schriftrollen habe ich? Da, 46. Okay. Einen können wir noch. Wir haben Krieger und wir haben Schurke. Einen können wir noch. Dann haben wir das Gebiet zumindest da oben voll. Ja, Schurke. Gruppierung Miliz. Was auch immer das heißen mag. Krieger, Schurke. Okay, komm. Wir holen uns noch einen. Dann haben wir 3 von 3 und dann können wir die einfach immer auf Jagd schicken. Das ist ganz geil. Also ich muss sie noch ausrüsten dann, aber... Krieger und Schurke, wo finde ich denn noch irgendwas? Hier. Irgendwas, was nicht Krieger ist, was nicht Schurke ist. Was ist denn das? Gibt es denn noch Bogenschütze? Oder so ein Mönchgedöns? Arbeiter könnte ich mir auch holen. Arbeiter. Baba. Aber 21 ist ein bisschen läppsch. Ja, aber 21er Qualität ist halt nicht so geil, ne? Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Aber warum gibt es eigentlich diesen Skill? Warum gibt es den Skill? Warte. Den hier. Wenn ich das doch eh sehe, wenn ich drüber hover. Da, das macht doch gar keinen Sinn. Das sehe ich doch eh. Verstehe ich nicht. Den Skill habe ich noch nicht. Noch nicht verstanden. Im Kampf übersichtlicher? Ich weiß es nicht. Ich brauche jetzt hier erstmal einen dritten Otto. Barbar ist halt cool, aber... Schurke Krieger haben wir, ne? Oh, den brauche ich eh. Hallo? Hä? Ja, wie findest du meinen neuen eingerichteten Greenscreen? Kugi, danke. Was ist? Ich sehe richtig toll aus. Ich habe ein neues Spielelement gefunden. Das heißt, ich kann jetzt noch mehr suchten. Das ist wie in Assassin's Creed, wo war das? Brotherhood. Da konnte man doch auch die Assassinen immer so auf Reise schicken. Ja. Ja, kann ich ja jetzt hier auch. Super. Ja, willst du ihn rausschmeißen? Nee. Soll ich ihn rausschmeißen? Ja. Aber es hat geregnet. Nee, jetzt nicht. Raus mit dir, tschüss. Ob du willst und oder nicht. Lass ihn auf. Alter, ich will auf Kippen. Thank you. Ah, so. Also bist du ja, ich bin sehr fein. Ich habe sehr viel Spaß. Ich brauche einen ich habe einen Schurken und einen Krieger. Jetzt brauche ich noch irgendwas anderes. Ja, vielen Dank. Tschö. Ich habe Hunger. Wollte ich doch kurz hinterher rufen. Was? Nee, ich habe überlegt, ob ich gleich einfach lecker Tortellini mache. Tortellonskis mit Tomatensoße. Hab ich Bock drauf. Das mit mir. Was haben wir hier? Oh. Ah, Baba 20. Baba 20 ist auch kackies. Soll ich einen Baba mitnehmen? Einfach um einen Baba zu haben. Aber die Quali ist scheiße. Schurke 47? Ich hab einen Schurke 29. Nee, aber ich will nicht, ich will keinen Kacklappen. Ich will einen, der einen geilen Wert hat. Für mich bitte auch. Ey, Parei, die Packung reicht meistens nicht mal für mich. Da kommen wir uns ein bisschen in Bedrängnis, kommen wir da, glaube ich.
Ich finde, der Greenscreen sieht tatsächlich geiler aus, nachdem ich jetzt endlich mal den Greenscreen ausleuchte und nicht nur mich. Smart. Aber Tortellini sind schon geil, ne? Da sind wir uns einig. Tortellini sind schon... machen Bock. Tortellini essen macht einfach Bock. Immer lecker. Und geht schnell, das ist auch immer wichtig. Ich habe nie Bock, so eine Ewigkeit in der Küche zu stehen. Das ist lecker, schöne packen Tortellini rein. 5 Minuten warten, fertig. Oh, geil. Eine Supermarktlieferung? Ey, ich kann Tortellini, könnte ich mich reinsetzen. Ich sag, wie es ist. Ey, Barbar ist ja schön und gut, ne? Aber ich will einen guten. Ich will einfach einen verkackt guten Barbar. Also was heißt gut? Einfach... über 25%. Damit ich beide, damit ich mal 2 Fähigkeiten habe. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie relevant ist. 25, 50, 75, 100? Nee. Ach, ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. Was noch besser ist als Tortellini. Boah. Also Dampfnudeln. Finde ich auch schon wahnsinnig geil. Da kann ich mich auch reinsetzen. So warme Dampfnudeln mit Vanillesoße. Das ist auch schon... boah. Das ist auch schon High-Tier. Muss man mal so sagen. Das ist schon geil. Okay, hier ist die Map zu Ende. Das ist auch schön zu wissen. Sieht doch sehr frostig hier drüben aus. Hier ist die Map wirklich zu Ende. Oh, weil die Brücke kaputt ist. Oh, DLC-Gebiet. DLC-Schneegebiet. Geil. Du hast es reinspart. Ja, aber es ist schon geil. Selbstgemachte Pizza ist auch geil. Ein schön saftiges Steak ist auch geil. Also gibt schon einiges, was man, was geil ist. Aber auf Tortellini habe ich jetzt Bock. Und jetzt habe ich noch mehr Hunger. Wir müssen uns erstmal hier noch einen Typen suchen. Was haben wir hier drüben? Kolosseum? Sag mal, hätte der 25, würde ich ja noch so sagen, ja okay, man könnte drüber reden. Oh, nehme ich. Immerhin finde ich ein bisschen Quarz. Ich habe keinen Ofen, ich mache die Pizza in meinem Airfryer. Oh lol, das funktioniert? Krass, habe ich jetzt nicht erwartet. Was geht im Kolosseum denn ab? Ist es einfach nur dafür da, damit ich mich im PvP in der Arena prügeln kann? Wahrscheinlich, oder? Aber cool, dass es sowas gibt. Was auch cool wäre, wäre ein Barbar auf Stufe... auf einer geileren Stufe. Was haben wir hier? Schurke, Krieger, Schurke. Schurke, Krieger, Schurke, Big Bugs. Unterschiedliches. Wo kommen wir denn da lang? In die Bastion. Krieger, Schurke. Den will ich. Boah, der wird unangenehm. Den will ich. Den nehme ich tatsächlich mit, wenn ich den kriegen kann. Aber der ist Level 58 und ein Brocken. Ich muss erst die kleine Scheiße drumherum ausschalten und gleich ist Tag. Das wird ziemlich unangenehm. Ich muss kurz den Rest ausschalten.
Ja, es könnte aber klappen. Nur der Krempel hier muss erstmal weg. Okay, schlecht. Komm gerade nicht weggelaufen, schlecht. So. Den will ich. Am besten bevor Tag wird. Nein! Nicht noch eine Gruppe. Komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin. Das ist nicht euer Ernst. Oh, ich hätte ihn gehabt. Wo kommt denn die zweite Gruppe her? Oh! Scheiße. Mann. Ich hätte den Wichser gehabt. Fuck. Das wäre mein 50er Barbar gewesen. Dann kommt da eine zweite Gruppe. Zwanziger Baba. 50er Baba, da ist er. Kann den schon, ne? Okay, hab ihn. Okay, 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 okay. Jetzt brauche ich nur ein Pferd. Dieses ganze Dilemma nochmal angehen. Wo finde ich ein Pferd? Scheiße, gibt's hier nirgendwo ein Pferd? Da gibt's ein Pferd. Also ich muss runter. Den Weg muss ich lang. Da muss ich durch. Na super. Wenn ich den mit nach Hause bringe, wäre schon gut, ey. So, jetzt da runter, ne? Hier gibt's Pferde. Natürlich wieder komplett am Tag. Na klar. Die müssen unbedingt die scheißen Nächte kürzer, länger machen. Also eigentlich müssen sie es nicht, aber da muss ich lang. Ich ignoriere die einfach. Weil die mich irgendwann wieder in Ruhe lassen, hoffentlich. Da gibt's Pferde, aber das ist ein komplettes großes Lager. Scheiße ich erstmal drauf. Kein Bock, in so ein großes Lager reinzugehen. Da gibt's auch Pferde. Sonne, Sonne, Sonne. Da rechts gibt's irgendwo Pferde. Laut der Karte. Aber ich habe das Gefühl. Da oben. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, sie sind ausgeflogen, aber sind sie nicht. Ich brauche das.
Das rüstet mich. So, wie müssen wir reiten? Raus, links, links und dann einfach 8 Milliarden Kilometer nach unten. Okay, raus, links, Schatten, Schatten, links, 8 Kilometer nach unten. Und dann kommen wir irgendwann hoffentlich da raus, wo ich rauskommen will. Schatten, 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 Schatten gut. Mehr Schatten. Noch mehr Schatten. Super viel Schatten. Ja, und dann können wir hier rum und dann runter. Weil ich will dieses Feature unbedingt benutzen, dass ich die auf Reisen schicken kann. Ich glaube, das ist ganz geil. Da sehe ich mich so ein bisschen. Wo sind wir? Ja, geradeaus. Ah! Mach mal nicht. So, jetzt da rechts runter. Ich müsste irgendwie so in der Welt Schilder platzieren können, wo mein Haus ist. Einfach damit ich mich mal hier irgendwann zurechtfinde. Weil das wird sonst nie was mit mir und der Wegfindung hier. Ich bunker hier übrigens die Pferde, falls es irgendwen interessiert. Ach, da oben ist mein Lumber. Der Barbar ist nicht so schnell. Da muss man vielleicht mal dran denken. So. Und du kommst jetzt auch in meinen Sarg. Haben wir 4 von 5. Nice. 5 bis 10 Kenntnis. Barbar reduziert die Schwierigkeit bei der Jagd um 100 in rauen Umgebungen. Geil. Für jeden Ding habe ich jetzt. Ich habe einen Barbaren, Krieger und Schurken. Ich habe für jedes Ding habe ich jetzt was. Geil! Den Ring muss ich noch verstärken. Grabstaub, Edelsteinstaub. Grabstaub? Oh. Das könnte... Ah, hab noch ein bisschen was. Edelsteinstaub brauche ich auch, ne? Bringen wir hier einmal das weg, weil ich brauche unbedingt wieder Glas. Glas habe ich das Gefühl, brauche ich jetzt nur noch. Holz. Dieser komische Jonathan, den kann ich doch eigentlich auch irgendwo hinschicken, oder? So Grabstaub und Trauerlilie kann man doch immer gebrauchen. Ich kann doch einfach jetzt sagen, du gehst dahin. 17% nur. Oh, das ist nicht viel. Da hat er 100%. Krieg ich... What the fuck? Tierhaut ist eigentlich auch ganz geil. Dann kann ich mehr Leder machen. Der ist dann einen Tag unterwegs. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Was soll denn der Geiz? Jagd gestartet. Okay, cool. Guti. So, was war der Plan jetzt noch? Der Plan war jetzt noch... Warte mal, kann ich hier eigentlich... Steht da irgendwas Specialiges dann drin? Ah ja, hier auf der Jagd. Okay. Das abzugraden. 4 Blutessenz. Da sind noch welche drin. Sehr gut. Haben wir. Hätte ich mitnehmen können einfach, ne? Ah, ich bin manchmal ein bisschen dumm. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. 24 Eisenbarren und Glas. 24 Eisenbarren und Glas. Eisenbarren.
So, wie viel Glas habe ich auf Halde und wie viel produziere ich, ist jetzt die Frage. Ich hoffe ein bisschen, dass man das Schloss noch größer machen kann. Weil was ich noch alles bauen muss und kann, das kriege ich doch hier nicht mehr. Also wie soll ich es denn hinkriegen? Noch ein Sarg, diese Käfige und Co. Wie soll ich denn das, die Raumeinteilung, wie soll ich denn das alles noch hinbekommen? Das geht doch gar nicht. Scheiße, ein Glas kostet 15. Ah, das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Glas. Okay, wir haben noch Nacht, ne? Kann ich die da rein tun? Ja, okay, pass auf, wir haben noch Nacht. Ich gehe jetzt ganz schnell los und versuche noch, Glas zu organisieren. Damit wir das schnell noch hinbekommen. Das Richtige geöffnet? Okay. So. Ich versuche so schnell wie möglich jetzt noch Glas zu finden. Ja, warte, ich muss gucken. Wir können da raus. Da oben will ich hin, zum Kloster. Scheiße, ich kann es hier nehmen. Ja, wie lange hält mein Pferd hier noch? Eigentlich egal, ich nutze ihn ja nie, ne? Scheiß drauf, komm, Glas. Ich brauche Glas. Ich versuche das in der Nacht noch schnell irgendwie Glas rauszusnacken. Wahrscheinlich finde ich gleich so ein Barbar Level 70 oder so. Hier reiten wir rechts rum. Ja, rechts rum. Einfach rechts außen vorbei. Gäbe es hier auch Glas? Da gibt es auch Quarz. Ja, okay. Ich reite jetzt aber einfach drum rum. Aber Quarz wird doch nicht mitten in dieser Burg sein. Das macht doch gar keinen Sinn. Außerhalb dann irgendwo eher, oder? So, da will ich rein. Mach ich das einfach mal. Das ist heilige Strahlung. Okay, ich werde komplett gedebufft oder was? Ja, asozial, ich komme da nicht rein. Kann ich die Dinger kaputt machen? Ne. Ah, okay. Ich komme da nicht gegen an, wegen heiliger Strahlung. Weil es ein Kloster ist. Smart. Das heißt, ich muss gucken, ob entweder außenrum was steht. Von außen komme ich aber auch nicht rein. Oder ich gucke im Dorf. Ja, ich glaube, ich muss ins Dorf. Ja, scheiß drauf. Ich gehe ins Dorf. Krass, die haben ihr Kloster einfach geschützt. Was für Schweine. Macht voll Sinn. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber ich brauche scheiß Quarz. Ich muss meinen blöden Thron verbessern. Wie ich da einfach nicht reinkomme. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich irgendwann Tränke nehmen. Oder Ausrüstung haben, damit das das alles runtersetzt. Smart. Okay, wo krieg ich... Aber warum sollte denn Quarz in dieser Stadt sein? Das sind doch Quarz, ist doch immer diese Quarzblöcke. Okay. Rein in den Holger. Einfach mal gucken, was so passiert. Was haben wir denn mich denn gesehen?
Das war viel Kram. Nehme ich einfach mal alles mit. Danke. Blutgruppe geändert, aber juckt mich nicht. So, wo kriege ich denn jetzt hier Quarz her? Mist. Kann ich das irgendwo abbauen? Mal echt gelehrter. Erhöhte Zauberkraft, okay. Oh, ein heftiger Stachel. Was ist denn mit ihm da oben los? Hol dich doch mal. Beruhig dich doch mal. Gar nicht. Da ist eine Kiste. Ich meine, die Schriftrollen sind auch ganz cool. Weil dann finde ich vielleicht wieder ein bisschen was zum Upgraden. Mal einen Boden für die Schneiderei oder Alchemie oder so. Aber Quarz ist mir tatsächlich gerade wichtiger. Oh, ist lieber Münzen. Ah, super. Silbermünzen sind auch nice, aber dann kann ich mich nicht mehr verwandeln. Ein Gelehrter! Oh oh. Die hauen ganz schön drauf. What the fuck? Nehme ich mit. 40er Gelehrten nehme ich mit. Egal, was ihr sagt. Mehr Feuerkraft. Maul halten. Okay, warum kommt die scheiß Sonnenpriesterin jetzt hier hoch? Ich habe kein Leben mehr. Ich hab nur Pech hier, ne? Nur Pech. Nee. 100%? Krieger 100%? Okay, den hätte ich gern gehabt, tatsächlich. This is my conviction. I will show you discipline. Shining blessings. Da komme ich nicht durch. Ja, scheiß drauf, ich kann hier nicht bleiben. Ich komme jetzt aber auch nicht weg, glaube ich, ne? Mit den Silbermünzen. Ah, doch, komme ich weg, okay. Ich habe keinen Quarz gefunden. Was ist das hier eigentlich für eine Burg? Ich reite jetzt einfach mal weiter und gucke, ob ich irgendwo was finde. Oh, außer ein Wieblatt. Ich habe gerade echt viel Kram gefunden, aber der ist absolut nicht hilfreich.
So, das bringt mir ja alles nix. Muss mich kurz ein bisschen heilen. Ach, da habe ich die Silberkrankheit. Achso, ich habe die ganze Zeit die Silberkrankheit, aber ich merke davon nichts. Ja, okay. Verstehe ich. Da ist das Kloster. Da komme ich nicht rein. Ich kann Quarz... Ja, Quarz herstellen kann ich, aber ich brauche die Quarzader dafür. Hallo, Elli. Elli, sag mal, wo finde ich hier Quarz? Ich muss Gläser machen, aber ich finde keine. Oh, was bist du denn? Oh, Eisen. Macht Sinn. Ich habe einfach einen fucking 100% Buff. Das wäre der ideale Krieger gewesen. Hätte ich den nicht im Kampf gefunden, hätte ich den mitgenommen. Instant. Holzmühle. Holzmühle ist auch schön, ist aber kein Quarz. Oh, Jade Vampirjäger. Okay, ich habe Tristan aus der Umgebung gefunden. Schön. Das tue ich mir nicht an. Bin wahrscheinlich auch schon wieder viel zu weit oben dafür, dass... Ich sollte wahrscheinlich nicht hier rumlaufen. Aber ich brauche... Quarz. Ob ich will oder nicht. Kupfer, bräunlich. Kupfer, bräunlich. Nee, es ist kein Kupfer. Wait a minute. Schwefel. Was ist das hier? Milizlager. Bräunig. Ich decke jetzt erstmal die Karte auf. Vielleicht finde ich irgendwo ein Quarz-Vorkommen. Der hätte nicht sein müssen jetzt. Muss ich mal ein bisschen heilen. 100%. Ich habe noch nie eine Figur gesehen, die 100% gegeben hat. Das ist echt crazy. Gibt's hier Quarz? Oh, Quarz! Ich brauche mehr davon. Nice to have, aber ich brauche mehr davon. Hier mehr Quarz. Oh, mehr Quarz. Da drüben ist auch noch ein Quarz. Oh, hier gibt's Quarz. Ich brauche so viel. Ich habe auch keine Ahnung, was die Max-Size von dem Schloss ist. Also ich kann das ja jetzt nochmal upgraden, aber ich weiß halt nicht, ob ich dann auch wirklich mehr Bebauungsfläche bekomme oder nicht. Ich hoffe es einfach mal, wenn ich ehrlich bin. Dante, was geht ab? Komm, einfach mehr Quarz. Bin ich denn da oben, ne? Gib mir einfach mehr Quarz. Eisen, ja komm, wenn ich schon mal hier bin. Eisen brauche ich momentan ja auch viel. Müsste mal vielleicht einen Hammer einpacken, damit ich ein bisschen mehr Damage an dem ganzen Scheiß hier mache. Okay, wie komme ich da sinnvoll dran? Ohne zu verbrennen? Ich habe Urlaub. Nice. Das wäre die perfekte Zeit, wie Rising einfach selbst zu zocken. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Mir gleich sowas von Tortellini. Habe ich ja richtig Bock drauf. Oh oh. Wie viel Quarz haben wir denn? 200. Wir haben 15 geben ein Glas. Ich brauche 20. 20 mal 15, 300.
Okay, ich brauche 300 Quarz. Habe ich gerade spontan im Kopf ausgerechnet. Das Eisen. Eisen nehme ich. Boah, Quarz ist selten, kann das sein? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mehr Erz, Eisenerz statt Quarz finde. Ich habe gesagt 300, ne? Also 2, 3 hätte ich jetzt noch gern. Also kann ja auch nicht schaden, einfach mal ein bisschen mehr Glas zu haben als das Minimum. Ich will den Thron unbedingt erweitern. Hier war ich schon, okay. Da gibt es noch ein Vorkommen. Und dann muss ich halt den ganzen Scheißweg auch wieder zurück. Mäh. Aber hier gibt's gerade einiges. Ich nehme jetzt einfach mal jede Ecke mit, die ich hier finde. Was gibt's hier oben noch was? Nö, hier könnte ich nur eine Burg bauen. Okay. Relativ unspektakulär. Da ist Quarz. Ja, über 300. Okay, wir können jetzt zurückreiten. Und auf dem Weg, falls wir noch was sehen, mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal wieder Richtung Heimat. Ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll, weil der Weg ist unendlich lang. Mal an. Ich muss jetzt hier komplett, ich muss von da oben nach da unten reiten. So, geil. Ich habe ja nicht mal ein Pferd. Komme ich denn jetzt raus? Bedrock Pass, normale Edelsteinader. Ach, hier gibt es einfach 1000 Edelsteine, oder was? Ah ja, guck mal, hier stehen ganz viele Edelsteine. Jochens rum. Und oh, das ist mein nächster Boss. Ey, wenn ich schon mal hier bin, kann ich dir auch einfach auf die Fresse geben, oder? Oh. Ja, die heilt sich? Ach so! Ah, ganz normales Verhalten. Ah, und die beschwört dann auch noch so kleine. Fühle ich irgendwie nicht. Ich will halt nicht draufhauen, ne? Also ich will schon draufhauen, aber ich will halt mit gebührendem Abstand draufhauen. Weg. Muss ich jetzt mit den anderen hier wieder töten? Uff. Uff. Boah, okay, nervig. Ich wollte gerade sagen, zählt die als Stein?
dann würde ich damit auf jeden Fall mehr Damage machen. Das geht auf jeden Fall. Fuck. Okay, muss ich mal ein bisschen die Waffen durchtauschen einfach. Ey, du kannst das selbst im Early Access kannst du schon spielen. Das ist so gut durchgedacht, durchdacht das Ganze, das ist schon okay. Oh, das ist schlecht. Also es sind echt gut investierte 20 Euro. Ich sag, wie es ist. Okay. Habe ich nicht kommen sehen. Dann könnt ihr mal irgendwann wieder auf. Das ist mir relativ egal. Willkommen. Nicht mehr so viel Leben. Ein bisschen aufpassen. Nicht einbauen. Ja, doch nicht jetzt. Wenn ich gerade nicht hingucke. Ja. Ratatatata. Nein, ich habe das Rezept für die Leggings bekommen, die ich schon hab. Ah, warum denn nicht für die Füße oder die Hände? Fuck. Obwohl, ich habe kein Leben mehr. Ich darf mich nicht so viel heilen. Okay, jetzt müssen wir schnell heim. Hab ich alles eingesammelt? Ja, ne? Hier noch ein bisschen was. Okay, und jetzt ab nach Hause. Full Inventory. Ich habe Eisen, ich habe alles. Das muss ich jetzt alles hier... Oh, scheiß auf das Eisen jetzt, ich muss nach Hause. Geht jetzt nicht anders. Okay, ich habe wahrscheinlich noch irgendwelchen Kram bekommen. Ein Pferd wäre vielleicht noch gut, ob auch immer Jamie gerade auf der Fensterbank rummoppert. Ey, wirklich, Schokozone ist auch ein geiler Name. Für ein Early Access Spiel, also das kannst du so rausbringen. Punkt. Das sind Pferde. Ich nehme ein Pferd, glaube ich, mit. Damit bin ich auf jeden Fall schneller. Muss halt nur gucken, wie ich jetzt wieder reite, ne? Ich hätte gern so eine Karte, die ich während des Reitens einfach so offen haben kann. So eine kleine, durchsichtige, weißt du? Damit ich ein bisschen mehr sehen würde. Lohnt es sich rüber zu reiten oder hier runter zu reiten? Ich glaube, ich reite rüber. So für ein bisschen mehr Übersicht. Ich habe es mir gekauft, wird bestimmt teurer später. Ey, das kann gut sein. Ich habe mir freiwillig ein kosmetisches DLC für 10 Euro gekauft, weil ich mir dachte, mit den 10 Euro kann ich die Entwickler noch unterstützen, weil ich einfach so viel Bock an dem Spiel habe momentan.
Also das ist absolut in Ordnung. Du hast echt viel Inhalt. Du kannst dich in allem verlieren. Du kannst dich im Sammeln verlieren, du kannst dich im Bosse klatschen verlieren, du kannst dich im Schlossaufbau verlieren. Also da hast du echt viele Möglichkeiten. Du kannst sehr viel Zeit hier reinstecken. Du willst oder nicht? Da war Quarz. Aber es wird gleich Tag. Scheiß auf das Quarz. Ich muss jetzt nach Hause. Hab keinen Bock, dass gleich wieder hell wird. Dann da runter. So eine Minimap fände ich jetzt noch stark beim Reiten. Das würde mir ein bisschen helfen. Hier so eine kleine. Gibt es ja auch in ganz vielen anderen Spielen. Oh, ein Werwolf. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Schnell weg. Überlege ich gerade, was es noch so geben. Ich würde tatsächlich nicht... Gibt es irgendwas, was ich gerne noch hätte, was das Spiel besser machen würde? Ja. Mann, Zenke. Ja, hier ist ja richtig Party. Erstmal nicht. Und ich habe ja auch erst die Hälfte des Spiels gesehen. Ich kenne noch ein ganzes Gebiet nicht. Ich habe noch 15 Bosse mindestens, glaube ich, vor mir. Also da ist noch einiges auf dem Weg. Guck mal, wie pünktlich ich zu Hause ankomme. Als würde Mama sagen, ja, spätestens um 8 bist du zu Hause. Und ich bin ja aber sowas von pünktlich. Alles richtig gemacht. Dann gebe ich das Glas jetzt direkt ab. Lass das durchschmelzen. Dann können wir das vielleicht sogar jetzt noch den Thron upgraden. Vielleicht kriegen wir ein größeres Schloss. Wenn wir noch nicht an der Max-Größe dran sind, könnten wir vielleicht noch ein größeres Schloss bekommen. Wäre geil. Ich parke hier übrigens immer noch ein paar Pferde. Schon mal erwähnt. So, ich hau das Glas direkt rein. Hier. Hier drüben kommt das Eisen rein. Weil damit sind wir ja auch beschäftigt. Eisen. Dann gib mir Hammes auf den Sack. Was willst du? Komm rein hier. Du sinniger Kater, du. So. Ah. Das Glas ist durch. So, ganz kurz. Gnadenlose Holzleggings. Trage ich schon. Das heißt, das brauche ich nicht. Oh, fuck. Ich bin nicht tot. Sekunde. Wo habe ich die Schriftrollen? Schriftrollen, 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 Schrift. Da habe ich die Schriftrollen. Ich kann mir noch ein Rezept nämlich machen. Und hier in den Verschlinger kann ich das Buch packen, weil das brauche ich nicht mehr. So, jetzt mache ich hier mal kurz noch was entdecken. Wir kriegen das Sortiment von Vampirstatuen. Das ist alles optischer Natur. Glas sind wir dran. Ich muss gerade noch wen zum Töten finden. Weil sonst falle ich gleich tot um, weil ich kein Blut mehr habe. Dafür wären die Gefängnisse ganz gut. Aber ich nehme einfach den. Ist mein Buff natürlich weg, aber ich brauche Blut, was soll ich machen? Droppen wahrscheinlich nichts Spannendes, ne? Papier. Papier darf ich auch nicht vernachlässigen, ich habe noch nicht alles erforscht, was klein ist. Ich habe noch nicht alles erforscht. So. Was haben wir denn alles? Wir haben Steine. Haben wir Holz? Wir haben Holz. Wir haben Steine. Wir haben Gerbereikram. Der Raum gefällt mir noch nicht. Sag ich, wie es ist. Blumen, irgendein Fisch, Silber. So, da. Ich brauche Glas, das und das. Ein Glas brauche ich noch. Dann kann ich den Thron upgraden. Und mit ein bisschen Glück
Also das heißt Glück, das Spiel muss es vorsehen. Kann ich mein Schloss größer machen? Vielleicht aber auch nicht. Das werde ich gleich herausfinden. In 24 Sekunden. Und danach gehe ich was essen. Weil ich nämlich Hunger habe. So, bitte lass es mich größer machen. Hallo? Ich auch. Also ich mache das Schloss größer gerade und dann auch. Aber soll ich mit Tolini? Findest du gut? Ja, dann sehe ich mich da. Okay. Ja, tschö. So. Kann ich mein Schloss jetzt größer machen oder nicht? Emotional Damage. What the fuck? Okay, ich brauche Steine. Oh, ich brauche Steine. Ich habe gerade Steine in die Mühle geworfen. 16. Wait a minute. Ich brauche noch mehr Steine. Komm, lass mich irgendwo Steine haben. Lass mich die nicht alle verballert haben. Okay. Ich mach mein Schloss mal noch ein bisschen größer. Das ist ja das Todesgut. Steinziegel und Bretter. Wait a minute. Obwohl, ich kann doch einfach durchgehen. Ne? Scheiß auf die Wand. Ich mach kurz die Wand weg. Oder kann ich... Ich gehe einfach durch den Garten. Das ist umständlich. Habe ich noch Steine? Essenz und Steine könnte ich noch kurz gebrauchen. Ich glaube, ich habe keine Steine mehr, ne? Doch, da und da. 150. Ich kann mein Schloss noch so groß machen. Holy shit. Guck mal hier, ich kann es noch alles erweitern. Jetzt muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen, dass mein Alchemieraum zu klein ist. 113. Vor allem habe ich jetzt... Boah, geil. Das ist richtig gut. Das freut mich richtig. Dann kann ich jetzt auch so einen Thronsaal bauen. Ich kann so einen Raum bauen, wo ich nur Gefangene halte. Boah, geil. Geil! Aber viel mehr kann ich danach nicht mehr machen, ne? Man muss halt gucken, weil ich habe hier... Mein Plateau ist ja auch nicht das riesigste jetzt mehr hier. Blockiert durch Grenze, ja. Ich spiele online theoretisch ja, praktisch nein. Also es ist ein Online-Server. Perfekt. Es ist ein Online-Server. Mit ein paar Leuten drauf, aber ich halte mich aus. Also es ist PvE, kein PvP und nix, sondern ganz entspannt. Ganz entspanntes Rumspielen eigentlich nur. Alter, ich habe 100. Was brauche ich jetzt mal weiter denn jetzt noch? Dunkle Silberbarren, Spektraldust und Goldbarren. Ich habe alles noch nicht gesehen. Das heißt, das ist jetzt komplett alles. Bis jetzt ist cool, aber den Rest muss ich noch alles freispielen. Geil! Ist ja insane. So, das kommt alles noch weg. Und jetzt kann ich ganz in Ruhe sagen, wir haben heute richtig was geschafft und das reicht auch. Richtig gut. Richtig gut. Wie lange brauchen meine Servants hier noch? Ganz kurz. Der hier war der letzte. 52 Minuten. Egal. Das können wir laufen lassen. Oh, richtig geil. Alter, 150 Teils. Ich habe gerade mein Schloss einfach verdoppelt von der Größe her. Insane.
richtig gut. Dann gucke ich mal, wer hier den ganzen Bums auch noch spielt. Dann schicke ich euch dann. Oder wer ist denn noch live? Ach komm mal, Juli. Grüß Juli von mir. Ich muss mir jetzt unbedingt Tortellini machen. Ich habe Hunger. PvE-Server, ja, safe. Ist ganz entspannt. PvP ist bestimmt auch witzig, aber ich habe keinen Bock, gegen irgendwelche Nerds zu spielen. Deswegen ist es sehr entspannt. Kannst mal gucken, auf dem 4-Player-Server bin ich. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Platz frei oder so. So, reicht für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Bock. Also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns die Tage. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und viel Spaß, wenn ihr selber spielen werdet. Also, macht's gut. Tschüss.